Hallihallo und willkommen zu einer neuen Serienreview, diesmal mit der teuflischen Serie Lucifer. Ja, die dritte Staffel ist jetzt vorbei und diese beinhaltet 26 Folgen, eigentlich 24, aber da gab es ja diese ganzen Hintergrundprobleme, dass sie eigentlich abgesetzt werden sollte und man nicht wusste, was man genau jetzt macht, da die Serie mit einem Cliffhanger endet und dann haben sie zwei Folgen extra hinzugefügt. Und dadurch hat es jetzt 26 Folgen, aber Netflix wird die Serie übernehmen und dadurch kommt auch eine vierte Staffel. Also ist das jetzt nicht das Ende. Aber dazu kommen wir alles auch noch am Ende. Erstmal so grob zur Story. Wir haben es ja hier, versuchen wir die Sachen aus der letzten Staffel auch ein bisschen zu verarbeiten. Aber am meisten auch jetzt hier Charlotte, die ja in der zweiten Staffel praktisch besessen oder übernommen wurde von Lucifers Mutter und jetzt hier wieder frei ist und herausfinden möchte, was mit ihr passiert ist. Und das will ihr aber keiner sagen und dann geht sie sogar zur Therapie, weil sie denkt, irgendwas stimmt mit ihr nicht. Sie arbeitet dann auch auf wieder für die Polizei und so weiter, wechselt praktisch dann halt offiziell zu der guten Seite, sagen wir mal so, und hängt dann ja natürlich auch wieder eine Beziehung mit Espinosa an, aber ja, kommt dann nach und nach ja, ihrer Vergangenheit auf die Spur. Und was dann noch passiert, möchte ich ja jetzt nicht unbedingt spoilern. Und dann haben wir natürlich auch noch Lucifer und Decker, die dann zusammen auch noch die ganze Zeit irgendwelche Fälle lösen. Das sind oftmals immer so Eintagsfliegen, irgendwelche kleinen Fälle, die dann mal passieren. Aber dann kommt eines Tages ein neuer Chef im ja, Polizeirevier her und der ist halt, man nennt sich Pierce und der wird von allen recht gemocht eigentlich soweit. Der scheint ein strenger Typ zu sein, aber irgendwie auch korrekt. Und ja, Lucifer ist den aber natürlich nicht so ganz geheuer, da er auch mit Chloe Decker ja, ein bisschen so ein Schwärmelchen zwischen denen ist und Lucifer steht ja auf Chloe und das gefällt ihm natürlich dann eher weniger. Und da ist aber trotzdem irgendwas dahinter noch, so muss es halt ja immer sein, wenn irgendwie so ein Charakter neu reinkommt. Aber was genau mit ihm los ist, möchte ich natürlich auch nicht spoilern, aber das kommt dann halt alles am Ende zu einer Art Showdown. Und dann haben wir am Ende, wie schon angedeutet, am Ende der 24. Folge eigentlich einen richtig geilen Cliffhanger. Und dann kommen irgendwie Folge 25 und 26, wo ich eigentlich dachte, oh, jetzt geht's weiter irgendwie, jetzt wird dieser Cliffhanger aufgelöst und wir sehen, was da noch kommt. Aber irgendwie sind das Folgen, die in der ersten Staffel sein könnten. Nichts ist passiert, ganz normale Alltagsfälle kommen. Die 26. Folge ist dann auch irgendwie so eine Folge, die in einer alternativen Welt spielt irgendwie, wo jeder eine andere Rolle einnimmt, als die sie in der normalen Welt haben und man weiß aber nicht genau, was los ist und diese zwei Folgen haben irgendwie gar keinen Mehrwert. Die sind einfach nur vorhanden. Ich weiß nicht, was die zwei Folgen sollen. Das hat mich sehr, sehr geärgert. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass die dritte Staffel solide normal geblieben ist. Ich muss trotzdem sagen, dass ich glaube, soweit ich das jetzt noch in Erinnerung habe, alles, die zweite Staffel schon ein bisschen besser fand. Da ja auch mehr Dramatik drin war mit der Mutter und so weiter von Lucifer. Trotzdem macht die dritte Staffel weiterhin Spaß, wenn man Lucifer und so weiter, das alles mit dem Teufel und so weiter mag. Und ist weiterhin unterhaltsam, außer das Ende, das hat mich jetzt irgendwie sehr verwirrt und auch ein bisschen verärgert irgendwie, da das so gut angesetzt hat eigentlich. Und dann kommen diese zwei unwichtigen, blöden Folgen irgendwie, die man nicht braucht. Aber wenn man die weglässt, war das Ende auch sehr, sehr gut so mit diesem Cliffhanger und bin dann echt gespannt, wie es in der vierten Staffel weitergeht. So, das ist alles, was ich so ungefähr zu Lucifer sagen wollte, ohne viel zu spoilern. Wenn ihr die dritte Staffel denn schon gesehen habt, schreibt in die Kommentare, wie ihr sie denn findet. Und ob mir irgendjemand erklären kann, was diese zwei letzten Folgen sein sollten, wenn jemand die schon gesehen hat. Denn, ja, wie schon gesagt, die haben für mich keinen Sinn gemacht. Ja, das war es soweit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.